als Beruf. Hat er Papiere bei sich? Ich sehe nach. Ja. Hier, Kommissar. Der Mann ist erschossen worden. Mord? Dann selber rüber. Wir werden die Sache ganz groß herausbringen. Das ist ja toll. Hallo? Nein, Herr Ministerialrat. Wunderbar. Sehr vorsichtig. Ja, sehr vorsichtig. Der wird sich wundern. Sehr richtig. Jawohl. Danke, du, ich werde mich revanchieren. Hallo? Selbstverständlich, Herr Ministerialrat. Sie können ganz unbesorgt sein. Ja, ich nehme die Sache selber in die Hand. Wiedersehen. Guck mal, das Huhn. Wenn ich Ihren Humor hätte, wäre ich Quizmeister beim Fernsehen. Ich wollte mal fragen, kann man da mal rein? Aber nicht später, sonst gibt's Krach.
Sabinchen, Sabinchen, ich muss unbedingt den Mosdorf sprechen. Diesmal habe ich garantiert ein Titelfoto. Aber das glauben Sie doch selber nicht. Aber bestimmt, diesmal ganz bestimmt. Na schön. Ich werde es Ihnen sagen. Was? Sie haben was Besonderes? Vielleicht Soraya in der Badewanne? Mit Teleobjektiv. Kinder, unser Star-Reporter hat den Knüller des Tages. Soraya in der Badewanne. Oder ist es Grace Kelly? Hm? Na, zeigen Sie doch schon her. Zeigen Sie es schon, Urban. Ist doch nur fair. Ich verstehe nur fair. Ich würde denen nichts zeigen. Tue ich auch nicht. Ja, dann nicht. Herr Urban, Sie werden es nicht glauben. Man erwartet Sie. Herein. Eine komische Figur. Sie haben es nötig. Ich sag's ja, auf deinem Gebiet bist du erste Garnitur. Gefallen dir also? Die sind einfach klasse. Wo hast du denn die aufgegabelt? Ja, das ist eine Geschichte für sich, das ist eine Griechin. Du in Athen ist die ganz groß. Und warum kommt sie dann hierher? Sie sagt, sie will an die Staatsoper. Und du, schnell begeistert, wie du bist, hast gesagt, kommen Sie sich mal ein Titelbild von Ihnen. Sie sind mit einem Schlag ganz groß da. Ja, so ungefähr. Aber du findest sie doch gut, nicht? Die Bilder? Ja. Das hat Geschmack und Niveau. Nix für uns. Kein Titelbild für eine Illustrierte. Das verstehe ich nicht. Was ist da schon zu verstehen? Das hier sind Kunstfotos, na und? Von der Kunst allein können heute genauso wenig Leute leben wie von der Liebe. Hier, das gefragt. Keine Komposition, sondern Busen. Keine Konturen und Linien, sondern Kulleraugen, Schmollmündchen. Kein mystisches Helldunkel. Das muss alles klar sein, deutlich. Zum Greifen muss das sein. Die kurzen Röckchen der Lolitas und noch mehr, was drin ist. Wenn du so weitermachst, wirst du immer noch ein freier Mitarbeiter bleiben. Besonders frei, was uns betrifft. So oft ich dich auch für eine Reportage vorschlage, winkt der Chef ab. Weißt du, was er sagt? Hören Sie mal auf mit Ihrem Urban. Der hat mir so viel Kunsthonig auf der Linse. Klaus, kein Reporter will mit dir arbeiten. Du bist keinem schnell genug. Du willst immer was Künstlerisches aus jedem Bild herausholen. Das kostet Zeit. Auf die Sensation kommt es an, nicht aufs Niveau. Weißt du noch immer nicht, was eine Reportage ist? Eine Reportage, wie der Chef sie sich vorstellt? Das ist eine Serie von Bildern, die das Leben dort einfängt, wo es am grausamsten ist, am brutalsten, am gefährlichsten. Auch am indiskretesten, am interessantesten. Für die Leser. Ja, ich weiß, ich bin eben eine Niete. Ach, das ist ja Unsinn. Doch, doch, ich bin ein Versager auf der ganzen Linie. Sie nennen mich das Huhn. Immer wenn ich irgendwo reinkomme, da wird gegackert. Also, ich bitte dich, diese alte Geschichte, vergiss das doch mal. Den Geflügelzüchterkongress, den habe ich längst vergessen. Und dass ich mich mit der preisgekrönten Lehkenne habe fotografieren lassen, auch. Aber dass diese Schweine dieses Bild in der Zeitung gebracht haben, daran werde ich doch dauernd erinnert. Ist kein Zufall, dass sowas an mir hängen bleibt. Das liegt an mir. Wieder eine neue Kamera? Mein Hasselblatt. Ja, erraten. Schon ganz bezahlt? Angezahlt. Zeig die Bilder noch mal her, da sind zwei drunter, die nehme ich. Das ist sehr lieb von dir, aber nur aus Gnade und Barmherzigkeit. Nein, danke. Klaus. Mach doch eine Reportage. Aber was ganz Verrücktes. Herr Urban, darf ich mir erlauben? Nein. Ich will gar nicht stören. Dann gehen Sie raus. Gut, ich gehe. Aber das lasse ich da. Und den Kaffee werden Sie trinken und den Kuchen dazu essen. Ich habe ihn selbst gebacken. Schrecklich. Oh, Sie wissen ja gar nicht, was gut ist. Sie wissen überhaupt nichts. Den ganzen Tag liegen Sie da und arbeiten nichts und essen nichts.
und rauchen nur und reden mit Ihrer Katze. Warum reden Sie nicht mit mir? Die Katze gibt keine Antworten. Na, Kuku? Kuku, komm her. Komm, trink schön deinen Kaffee. Malz ist gesund. Also, was Sie sich herausnehmen, ist schon wirklich manchmal nicht mehr schön. Mein seliger Kosicki hat immer gesagt, lass dich nicht aufs Zimmer vermieten ein. Ich hab's bei Ihnen ja auch nicht wegen dem Geld getan. Sie sind übrigens seit 8 Tagen die Miete schuldig. Aber Sie sind ein einsamer Mensch. Wie ich. Also wenigstens den Kuchen. Danke. Ans Essen habe ich heute wirklich noch gar nicht gedacht. Der Mensch muss doch essen. Und was tun Sie? Für ein bisschen Geld, was Sie verdienen, haben Sie sich all diese Sachen hier gekauft. Ganzes Laboratorium haben Sie sich eingerichtet. Und was haben Sie davon? Gar nichts haben Sie davon. Und all diese Fotografien hier, verrückte Fotografien. Kein Mensch weiß, wozu die gut sind. Die sind nicht verrückt. Sie sind normal, viel zu normal. Stinknormal sind die. Mäßigen Sie sich. Frau Kosicki. Wollen Sie mir helfen? Das wissen Sie doch, Herr Urban. Kommen Sie mal her. Sehen Sie die Dachrinne, Frau Kosicki? Wenn Sie jetzt aus dem Fenster steigen, mit dem schönen Kleid, so wie Sie angezogen sind, und die Dachrinne raufklettern und ich fotografiere das als Reportage, das wäre was, das würde mir der Mostow aus der Hand reißen. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Herr Urban. Glauben Sie? Von der Brücke, aber sofort, hören Sie! Sie sind wohl lebensmüde. Ich? Nicht die Spur. Ich mach bloß eine Reportage. Hier. Jetzt hauen Sie aber ab, oder ich mache Ihnen Beine. Na, nun regen Sie sich mal nicht auf. Ist ja gar nichts passiert. Mensch, verschwinden Sie, gleich kommt der nächste Zug. Ja, ja, ist ja gut, bin ja schon weg. Ja, ja, sofort, sofort. Ist heute ein spätes Abendessen, entschuldige. Hast du Glück gehabt? Noch nicht sauer. Ja, ja, ich weiß, uns fehlt ein Eisschrank. So, Coco. Nicht möglich. Verwackelt. Alles verwackelt. Diese verdammte Brücke schwingt zu stark, wenn ein Zug drüber fährt. Ein Bild genügt nicht, Coco, wenn man eine Reportage schießen will. Nur ein Bild, Coco. Nur ein lausiges Bild.
bin eine Niete, Coco. Ich bin ein Versager auf der ganzen Linie. Ach. Herr Urban, Telefon für Sie. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Es ist jemand von der Zeitung. Er sagt, es sei dringend. Was haben Sie denn? Sie sind ja ganz grün. Ist Ihnen nicht gut? Wollen Sie einen Kaffee? Nein, aber sagen Sie denen nicht, wer verreist, ich wäre gestorben. Ja, ich lüge nicht. Niemals, auch nicht für Sie. Das sagen Sie nur selbst. Urban. Hallo, Urban. Hier bin Rex. Hören Sie zu, Urban. Ich bin in einer ziemlich scheußlichen Klemme. Ich müsste heute Abend eigentlich zwei Reportagen machen. Aber kein Mensch kann auf zwei Hochzeiten mit einem... Naja, Sie wissen schon. Und was wollen Sie von mir? Tja, das ist so. Hier auf der Redaktion ist keiner mehr von unseren Jungs. Ich kann auch keinen erreichen. Ja, ich habe überall in der Gegend herumtelefoniert, aber überall Fehlanzeige. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich an Sie gedacht. Sehr schmeichelhaft für mich. Reden wir gleich Tacheles, wir machen halbe-halbe. Sie schießen die Bilder, machen die Augen auf, erzählen mir alles, ich schreibe den Text. Wir zeichnen gemeinsam, vorne ich, dann Sie. Einverstanden? Na, erzählen Sie mir erstmal, worum es sich handelt. Also kurz, ich habe davon Wind bekommen, dass die Kriminellen in ihren alten Ringvereinen sich wieder neu organisieren. Um sich zu tarnen, machen die Burschen auf harmloses Familientreffen. Vorne im Saal mit Schwurf und so, mit Großmutter, Mutter und Kind. Hinten im Stübchen ungestörtes Beisammensein. Lauter schwere Jungs. Ist noch ganz raffiniert. Hm? Ist eine reine Nervensache. Wenn die davon Wind bekommen, dass einer ein Reporter ist, ist es aus und vorbei. Der passt in keinen Sarg mehr. Und wo treffen die sich? Er hat's gefressen. Wo? Ah, das ist im grünen Baum. Das ist eine Bierwirtschaft in der Bergmannstraße. Sie müssen aber schon um 8 Uhr herum da sein. Also, abgemacht. Halbe-halbe. Na ja, es ist gut. Ich gehe. Aber wenn Sie... Nichts mehr aber. Jetzt ziehen Sie sich schnell um. Mindestens grauer Anzug. Und nicht vergessen, rasieren. Bis morgen. Guten Abend, kann ich ein Bier haben? Sofort. Irrtum, ich dachte, du wärst einer von unseren Täubchen. Flotte Musik haben Sie da. Wie stark ist denn die Kapelle? 5 Mann, kostet aber Eintritt. Naja, die Mark werde ich doch noch haben. 2 Mark. Heute ist Stiftungsfest. Na, aber man kann sich doch mal ansehen. Wir wollen. Stimmt so. Jetzt ist der Rat auch so. Prost. Hallo. Hier, nicht verlieren, sonst kotzt noch einmal ein. Das ist aber sehr lustig auf Ihrem Stiftungsfest. Die lachen über die Fliege an der Wand.
denn die Möglichkeit? Der Herr Obermann! Mein Lieber! Fritz! Das hier ist der Herr Obermann, der voriges Jahr bei uns auf der Ausstellung die schönen Bilder gemacht hat. Weißt du noch? Ob ich das weiß? Sie kommen wie gerufen. Da wird sich meine Frau aber freuen. Ich bin nicht mehr Kassenwart. Ich bin jetzt Vorstand. Mein Freund, unser neuer Kassenwart Fritz Klawutke. Freut mich. Große, angenehm. Und jetzt sollen Sie sie sehen. Kommen Sie. Sie freut sich ja schon so auf Sie. Wo Sie Ihnen so viel verdanken. Aufhören. Hier, unser illustrierter Gast, der unsere Bestrebungen so hervorragend unterstützt. Er lebe! Ho! 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 Klatschmarsch! Unser Leser. Sehen Sie, Obermann, so wird's gemacht. Mensch, schon wieder zwei Wunderpresse. Wir sind aber ein prominenter Verein. Was hast du denn? Loslassen! Das Bild! Das Bild! Ich schlage euch den Schädel ein, den bringe ich um den Augen! Unserer Punkt! Bei uns wird nichts eingeschlagen! Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ist doch ein schönes Bild, Sie und die Emma. War doch ein großer Erfolg für unseren Verein voriges Jahr, wie es erschienen ist. Hm? Zwischen der Lollo und dem Schröder. Hm? Also, kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Klein Paris im Grünbaum. Das haben die Brüder vom Ringverein hier gelassen, wissen Sie? Die schweren Jungen, die früher mal hier gefeiert haben. Leute, Kind, da kannst du dir eine Scheibe abschneiden. Kunststück in dem Alter, da war ich ja auch eine Bardot. Guck weg, Irma, das ist nicht für Minderjährige. Ja, du brauchst mal ein bisschen Platz. Riskieren Sie mal einen Blick. Der beißt nicht und das kostet auch nichts. Das bringt einen auf andere Gedanken, ne? Ja.
Ich Idiot, habe ihn auch noch hingeschickt. Drei Seiten Reportage. Beachtlich, beachtlich. Der mausert sich. Und tolle Schüsse sind das. Das ist nichts von Provinz, der ist international. Du möchtest doch auch mal im Leipers unterbringen. Du wirst dich aber verdammt anstrengen müssen. Die Burschen da, die sind ganz große Klasse. Ehrlich, Urban, hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ja, ich mir eigentlich auch nicht. Na, na, nun untertreiben Sie mal nicht. Sind schon ein begabter Bursche. Habe ich immer gesagt, Mosdorf, was? Nur die eisernen Nerven, die hätte ich ihm nicht zugetraut. Na, vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt. Ach, was? Man hat kein Glück, wenn man sich nicht dazu zwingt. Am Können hat sie nie gefehlt, bloß am Wollen. Na, wenn Sie es richtig wollen, werden die Resultate nicht ausbleiben. Die Resultate sind schon da. Das ist meine Post nur von heute. Das ist Parimatch, Occhi, London Illustrated, Universum, alles. Alles das, wovon ich einmal geträumt habe. Tja, sind eben mit einem Schlag wir geworden. Ja, ja, mit einem Schlag. Na, und nun bleiben Sie dabei. Wo Sie jetzt wissen, wie es gemacht wird. Ja, klar. Klar, jetzt, wo ich weiß, wie es gemacht wird. Na und? Sie sind ein sonderbarer Heiliger, Urban. Da reißt sich jede Redaktion der Welt um Sie. Und Sie sitzen da wie ein armer Sünder. Oder liegt Ihnen der Tote im Magen? Ich muss mich erst daran gewöhnen. Mann, Urban. Tote können doch unsere Generation nicht mehr schrecken. Dazu waren es doch zu viele. Ich habe vor Smolensk eigenhändig einen T-34 geknackt. Wie die Fackeln sprangen zwei Russen heraus. Glauben Sie, ich könnte deswegen nicht mehr schlafen? Wenn es danach ginge, finde die halbe Menschheit keinen Schlaf. Aber es ist kein Krieg mehr, Herr Chefredakteur. Wir machen eine Illustrierte. Für uns ist immer Krieg. Auf den Endsieg. Mach Ihnen ein konkretes Angebot, Urban. Fixum, wie es einem Star unserer Branche zukommt. Freie Themenwahl bei Übernahme sämtlicher Spesen, bei Lieferung halbe Kasse, bei Druck den Rest. Na, ist das ein Angebot? Übrigens, Ihr bisheriger Fürsprecher ist dagegen. Warum bist du dagegen? Weil ich diese Reportage für einen Zufall halte. Du hast mich ja immer für eine Niete gehalten. Du neidest mir doch nur den Erfolg. Du willst nicht Unrecht haben, stimmt's? Das ist ja Unsinn. Du wirst kein Sensationsreporter. Du hast dich da an was verrannt, was du nicht kannst. Du bildest dir ein, mich zu kennen. Was weißt denn du von mir? Und von dem, was ich kann? Ja, und mein Angebot, Urban? Das ist mir zu klein, Herr Chefredakteur. Das war Ihre Schuld, Mosdorf. Das bringen Sie mir wieder in Ordnung. Laden Sie ihn privat ein oder sonst wie. Jedenfalls schwimmt mir der Urban nicht ab zur Konkurrenz, klar? Er wird auch der Konkurrenz nichts Brauchbares liefern können. Und wenn? Sehen Sie, dieses Wenn, das kalkuliere ich für uns ein. Das überlasse ich auf keinen Fall der Konkurrenz. Dieses Wenn kann unsere Auflage steigern. Dem Urban geht der Tote sichtlich nahe. Mir unsere Auflage. Das sind meine schlaflosen Nächte. Wenn die Auflage steigt, bin ich der liebe Gott. Und wenn sie fällt, dann falle ich mit. Und wenn ich falle, Mosdorf, dann falle ich ganz tief. So tief können Sie gar nicht fallen. Sie fangen mir den Urban ein. Ich muss mit Ihnen noch abrechnen, Will Rex. Wie meinen Sie das? Sind Sie so vergesslich? Ich nicht. Ich vergesse nie, wenn jemand etwas für mich tut. Sie haben mir eine Chance versprochen am Telefon und ich habe sie gepackt. Und wie? Und das verdanke ich Ihnen. Das heißt, nicht nur Ihnen, aber ohne Sie wäre ich nicht, was ich jetzt bin. Na, also kommen wir zur Abrechnung. Wir haben halbe-halbe gemacht. Das hatten Sie nicht erwartet, so viel Geld, was? Drei Seiten im Live, damit haben Sie doch auch nicht gerechnet. 2.500 Dollar macht über 10.000 Mark. Und davon bekommen Sie von mir nichts. Nicht einen Cent. Und wissen Sie warum? Ihr Vorschlag war ein anderer. Ringvereingründung mit Großmutter, Mutter und Kind. Was für den üblichen kleinen Fischen. Das hat mit meiner Reportage überhaupt nichts zu tun. Sehen Sie, da habe ich das Urheberrecht ganz allein. Aber
Sie können den Verlust wieder hereinbringen. Ihr habt doch ein Foto von mir. Jetzt bin ich wer, das hat doch seinen Wert. Gehen Sie doch mal rein zum Chef damit, Reiber. Vielleicht bringt das, probieren Sie es doch mal. Der freut sich sicher. Ach, auf Wiedersehen. Ich verstehe das nicht. Seit meinem 15. Lebensjahr, seit mich Hausmeisters Lieschen aufgeklärt hat, habe ich mit Frauen zu tun gehabt. Jetzt bin ich 36. Und in 21 Jahren, naja, ob man will oder nicht, man lernt die Welt kennen. Auch die Damenwelt. Aber einen Fall wie dich habe ich noch nicht erlebt. Gib mir die Illustrierte herüber. Was bist du für eine Frau? Du bist jung, bist schön, bist begehrt, kannst jeden Mann haben, den du haben möchtest. Weißt du das überhaupt? Ja. Na und, macht dir das Spaß? Ja. Aber warum bist du denn gerade ich? Warum nicht? Oder zum Teufel, liebst du mich denn? Ja. Das ist eine Art, eine Liebeserklärung zu machen. Du pack doch endlich diese blödsinnige Zeitung weg. Was ist denn? Du hast mir doch gar nicht zugehört. Na, bloß wüsste, was in diesem Kopf da vorgeht. Was interessiert dich? Was geht dir nahe? Was berührt dich? Ich? Dein Beruf? Was ist das überhaupt für ein Beruf? Bist du gern Mannequin? Ja, eigentlich schon. Na, was freut dich daran? Dass die Kerle dich anstarren? Dass du weißt, ich brauche nur einen von ihnen anzuschauen und der gehört mir? Ist das was? Vielleicht. Warum tust du es denn dann nicht? Ich hab ja dich. Du hast mich. Aber wem gehörst du? Kannst du überhaupt jemandem gehören? Weißt du, was das heißt? Ach, ist das langweilig. Außerdem tust du mir weh. Ich bin, wie ich bin. Man kann mich nicht ändern. Niemand. Du musst dich anziehen. Gleich kommt Urban. Klaus Urban? Ich hab dir gesagt, ich will nicht, dass er kommt. Ich hab dir gesagt, dass er kommen muss. Der Alte verlangt, dass ich mit ihm rede. Außerdem, was soll das? Du kennst ihn doch gar nicht. Warum soll er nicht herkommen? Ich mag ihn nicht kennenlernen. Ja, tut mir leid, da ist er schon. Also, genug geflirtet, zieh dich an. Ah, pünktlich wie ein Maurer. Aber besser bezahlt. Du hast dich verändert. Nicht nur äußerlich. Hab ich bemerkt. Du willst sicher deine Blumen loswerden. Mhm. Ingo! Hättest du ruhig ein Kleid überziehen können. Herr Urban wird nicht blind werden. Guten Tag. Das Ingo, ich habe dir von dir erzählt, das Klaus Urban. So ein neuer Reporterstar. Naja, noch nicht ganz. Danke. Liebe auf den ersten Blick. Schön und selten. Hol auch mal den Wodka aus dem Eisschrank. Wie Sie befehlen. Komm rein. Entschuldige. Takt ist nicht Ihre starke Seite. Das macht nichts. Sie sagt es mir durch die Blumen. Komm den Platz. Also, du weißt ja, worum es geht. Der Chef will dich haben. Und die Bedingungen, die er dir vorgeschlagen hat, sind mehr als fair. Gut ist er nicht, aber kalt. Das Kühle kann auch seinen Reiz haben. Manchmal. Das ist der Alte, der will wissen, ob du hier bist. Warum kommst du her? Ich bin eingeladen. Hast du was dagegen? Ja. Das freut mich. Es gibt also doch noch so etwas wie ein Gewissen. Das könnte ich dich fragen. Ich glaube nicht, dass du mich das fragen wirst. Du hast dich verbessert. Gratuliere. Hauptsächlich, weil du in meinem Leben nicht mehr vorkommst. Dein Vorrat an Herz ist wirklich noch reichhaltiger geworden. Na, worüber sprecht ihr? Ich wollte gerade von Coco erzählen. Ihre Freundin?
Ja, sie ist eine bezaubernde Freundin. Sie ist weich und zärtlich, anschmiegsam und verständnisvoll. Ich habe ihr heute einen Eisschrank gekauft, damit sie nicht immer saure Milch trinken muss. Hoffentlich erlebt die milchtrinkende Dame keine Enttäuschung. Die milchtrinkende Dame ist eine Katze und liebt mich ohne Vorbehalte. Wirklich, Frank, du solltest dir eine Katze anschauen. Ich bewundere ihren Charme. Apropos Milch, der Chef ist sauer. Sieh mal, Klaus, du bist jetzt oben, du hast Glück gehabt. Also schön, du hast kein Glück gehabt, du bist ein Genie. Aber oben bleiben ist bekanntlicherweise schwerer, als hinaufzukommen, das weißt du. Nach deiner Sensationsreportage hast du nichts mehr gebracht. Ja, warte nur ab, ich arbeite jetzt mit Benno zusammen hier. Ihr kriegt schon wieder einen Quiller von mir. Hallo Sie, wo ist die Leiche? Schon weggeschafft. Ach so, was Blödes. Wo ist es denn passiert? Hier. Gestern war Schlachttag. Heute Morgen hat er die Brühmaschine hier geputzt und sich dabei am Rechen verfangen. Durch einen Kontaktfehler hat sich die Maschine selbsttätig eingeschaltet und er ist hineingerissen worden. Ich habe noch versucht, sie hier auszuschalten, aber es war schon zu spät. Hat er geschrien? Geschrien? Sie stellen vielleicht so Fragen. Ein Mensch in der Wurstmaschine. Das ist eine Schlagzeile. Das machen wir. Na was? Hab ich es nicht auf den Kopf gefallen? Den Schuss hat keiner. Los, Tempo jetzt. Euch fällt also nichts auf. Wirklich nicht? Diese Leiche hier, Benno, trägt Ihre Hose. Pech. Pech nennen Sie das. Ich nenne das Betrug. Ja, wenn uns keiner zuvor gekommen wäre, hätte das niemand gemerkt. Ihre Tricks, Benno, kennen wir alle. Ich wundere mich nur, dass du die Stirn hast ausgerichtet, mir sowas zu servieren. Ich hab's dir schon mal gesagt. Du hast dich ziemlich verändert. Du, jetzt will ich dir mal was sagen. Ich finde dein moralisches Getue höchst überflüssig. Ganz ehrlich gesagt, ich finde es einfach zum Kotzen. Ob jetzt Benno da liegt oder der tote Arbeiter, ich finde beides zum Kotzen. Ich meine, ich finde es zum Kotzen, dass er solche Bilder überhaupt bringt. Ich habe euch andere angeboten, aber die waren noch nicht gefragt. Macht doch mal eine Reportage, mal was ganz Verrücktes. Das hat doch ein gewisser Mosdorf selber gesagt, oder nicht? Ja. Du wirst mich noch ein ganzes Jahr lang ertragen müssen. So lange dauert nämlich dank deiner rührenden Fürsprache mein neuer Vertrag. Mit dieser moralischen Anstalt. Noch eine Frage. Wer ist uns denn zuvor gekommen? Bill Rex. Ausgerechnet. Hast du was gesagt? Ich nein. Mit uns beiden ist das nichts, Benno. Na, okay, ein paar Sachen haben wir doch untergebracht. Das war doch alles nichts. Ich stelle eben noch nicht so bescheidene Ansprüche wie du. Ich will mehr als bloß so verkaufen. Ideen muss man haben. Ich habe bloß Routine, aber die fehlt dir. Du kannst eine Menge von mir lernen. Geschenkt. Ich kenne alle Tricks. Ach, deine Tricks. Da kenne ich ganz andere. Aha. Du willst also deinen Laden ohne mich schmeißen? Ja. Das ist eine Antwort.
Trotzdem würde ich gern deine Gründe erfahren. Gründe? Nimm an, du gehst mir auf die Nerven. Nimm an, ich kann es nicht mehr sehen, wie dir ewig die Zigarette im Mundwinkel hängt. Nimm an, ich kann einen Kerl nicht ertragen, der immer so aussieht, als hätte er sich nicht gewaschen. Nimm an, ach, nimm doch an, was du willst. So klar hört man das selten. Was bist du für ein Mensch? Ach. Eine Kamera. Eine Kamera? Hast du am Stuhl liegen gelassen? Ja. Ach, so ein Jammer. Den hätten wir schon verkauft. 3-4 Schüsse von dir und von mir mindestens 50 Zeilen. Du, ich hol sie schnell. Das ist jetzt zu spät. Was jetzt kommt, das haben wir schon 100 Mal gehabt. Ja, vielleicht könnte man... Ja, ja. Aber ohne mich, Urban. Du hast keinen Partner mehr. Du bist allein. Kannst du glücklich sein und bist vielleicht schon morgen wieder allein. Das Leben ist mal so, es hält zu jeder Zeit die große Chance auch für dich bereit. Es liegt in deiner Hand, welche Richtung du gehst, allein in deiner Hand, ob du dein Schicksal verstehst. Das Leben ist mal so, du selbst gibst ihm den Sinn. Spiel richtig aus, dann bringt es Glück und Gewinn. Weißt du, warum die Sonne scheint? Weißt du, warum der Himmel weint? Wohl gegen den Kleiderschrank gelaufen, hä? Du musst mal lieber weniger reden und mal ein bisschen zuhören. Na bitte! Ihr singt doch bloß, was ihr euch alle wünscht. Ja, da hast du so, du, deine Konsumentenmoral. Glück, Glück, Glück. Was stellst du dir darunter vor? Weißt du überhaupt, was Glück ist? Nein, du weißt es nicht. Ich liebe Musik. Ein, den blasen wir aus. Es liegt in deiner Hand, welche Richtung du gehst, allein in deiner Hand, ob du dein Schicksal verstehst. Das Leben ist mal so, du selbst gibst ihm den Sinn. Spiel richtig aus, dann bringt es Glück und Gewinn. Weißt du, warum die Sonne scheint? Weißt du, warum der Himmel scheint? Das Leben ist mal so, du gibst ihm den Sinn.
Das stimmt so. Du siehst mir aber sehr hungrig aus. Mit dir stimmt doch was nicht. Hau ab. Hau ab, du schmeckst mir nicht. Du. Einzig. Und mein Süßer ist da. Bleib, wo du bist. Komisch. Sagen Sie mal, Owen, wo haben Sie denn so lange gesteckt? Was haben Sie gesagt? Entschuldigen Sie, Christa, ich habe Ihnen nicht zugehört. Ach, nichts. Bloß, dass wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Die Zeiten ändern sich. Früher habe ich euch die Bude eingerannt, heute lauft er mir nach. Ich kriege in dem Laden noch immer nur die unangenehmsten Dinge auf den Tisch. Schon wieder diese persische Kaiserin. Herrscherin über 1000 Illustrierte. Kommen Sie, helfen Sie mir, da was draus zu machen, ja? Was? Ich helfe nicht gerne anderen Leuten. Was ist los mit Ihnen, Klaus? Wollen Sie mir zeigen, dass Sie wer geworden sind? Mich müssen Sie doch nicht von sich überzeugen. Und außerdem, mich freut's. Ihnen fehlt etwas, Klaus. Sie sollten nicht so viel allein sein. Ich habe über Sie nachgedacht. Wer kümmert sich eigentlich um Sie? Ihnen fehlt wirklich etwas. Es fehlt tatsächlich was. Wir sollten einmal darüber reden. Wirklich. Ich meine das nicht nur so. Das heißt, ich meine es auch nicht so. Ich meine, ich wollte sagen, ich kann auch kochen. Naja, vielleicht nicht sehr gut, aber ich weiß ja auch nicht, ob Sie gut essen können. Jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Sehen Sie, Klaus, heute... Ach, Christa, ich habe keine Zeit. Geben Sie es auf, mich zu ändern. Ändern Sie sich. Und fangen Sie mal Ihre Garderobe an. Sie sind hier im Weg und versperren nur die Zufahrt. Hey, hallo! Lassen Sie den Mann! Sie kommen mir wie gerufen. Sagen Sie, wollen Sie sich 50 Mark verdienen? Das sehe ich vielleicht so aus, als ob ich das nicht will. Na gut, dann bleiben Sie hier. Ich mache eine Reportage von Ihnen. Gehen Sie ruhig dahin und fangen Sie schon an zu spielen. Ich hole bloß ein paar Filme. Wenn der Chef was sagt, sagen Sie, ich mache eine Reportage. Sehen Sie? Das ist ein Mann.
Danke. Dankeschön. Blindes Huhn findet auch mal Korn, was? Im Grunde genommen muss man Nachwuchs ja auch mal ranlassen. Das will ich hoffen. Das ist eigentlich rasch Nachwuchs. Das ist doch alles Zufall. Apropos Zufall, also ich habe einen neuen Korn. Zufall, das ist doch Quatsch, was Sie da sagen. Bei sowas gibt's keinen Zufall, ne? Na, vielleicht Schicksal. Schicksal, was hat Schicksal damit zu tun? Schicksal, das hat ganz andere Sorgen. Prost. Dann war's ganz einfach Glück. Glück, Mensch, du hier, du. Unser Glück. Das ist des anderen Schädelbruch. Was heißt das? Schau mal, du gehst und willst dein Kinderglück fotografieren. Da kommt ein Auto und da ist bloß noch eine Leiche. Da hast du Glück gehabt. Aber wenn erst die Mutter kommt und wirft sich über ihr totes Kind, ist noch viel besser. Und wenn er der Rock hochrutscht und du hast ihre nackten Oberschenkel auf dem Bild, das ist ein Foto. Das ist fantastisch. Quatsch, zur Stelle sein ist alles. In unserem Beruf, da musst du im richtigen Moment da sein. Das ist das Entscheidende. Und der Unsinn, das Geheimnis ist zu wissen, wann etwas passiert. Wissen Sie todsicher, dass da und da irgendetwas passiert? Nein! Nein, Sie wissen es nicht, Herr Star-Reporter! Sie wissen es nicht! Und warum nicht? Weil Ihnen der sechste Sinn fehlt! Oder der vielleicht, der, dass ich nicht lache. Oder der da, der kleine Karrieremacher da, der weiß es auch nicht. Aber ich spüre es. Ich fühl's, wenn da und da irgendwas, ich meine, ich weiß nicht was, aber das, was passiert, das spüre ich. Jawohl. Ich krieg das nicht zusammen. Das Autounglück neulich, wo du die Kamera vergessen hast und das Kind, das du gerettet hast und jetzt plötzlich geht alles wie geschmiert, also mir geht das nicht in den Kopf. Ja, das liegt eben am Kopf. Ich habe mich eben entwickelt. Jawohl, ihr alle, wie ihr da seid, was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Ihr wollt doch alle bloß nach oben kommen, ganz oben an die Spitze wollt ihr kommen. Darum sitzt ihr doch alle hier, darum wartet ihr hier, darum lauert ihr hier, darum arbeitet ihr hier, darum intrigiert ihr hier. Das krabbelt und krabbelt wie der Ameisen, um ja hinaufzukommen, aber wenn du fast oben bist, dann kommt ein lieber Mitmensch und er macht bei dir Boing! Da bist du wieder ganz unten, wo dich jeder unter den Absatz kriegen und dich zertreten kann. Zertreten. Jawohl, mein Junge. Soll ich's euch sagen? Soll ich's euch wirklich verraten?
Das, was ihr Glück oder Zufall oder Schicksal nennt, das mache ich mir alles selber. Ja. Ich bin mein eigener Zufall. Ja, warum habe ich denn unten im Hof gestanden? Warum hat denn der Leierkastenmann am richtigen Platz gestanden? Warum habe ich ihn denn so fotografiert, dass ich das Fenster mit dem Objektiv gehabt habe, wo dann die Putzfrau... Ja, das erklären wir mal. Das müssen wir mal erklären. Das erklären wir mal. Das müssen wir mal erklären. Das sollt ihr mir erklären! Du sollst... Ich will, dass du mir das erklärst! Du sollst mir das erklären! Ich will, dass du mir das erklärst! Ich will es erklärt haben! Mensch, du bist ja besoffen! Na schon gut, Roman, setz dich erst mal. Nimm's nicht so tragisch. Trink nichts mehr, hörst du? Wie du siehst. Frank ist aber nicht zu Hause. Das weiß ich. Warum kommst du? Muss ich dir das wirklich hier vor der Tür sagen? Ich habe dir diesmal keine Blumen mitgebracht, denn ich sehe es nicht gerne, wenn man sie wegwirft. Ich weiß, wie zartfühlend du bist. Bitte? Ich habe trotzdem etwas für dich. Ja? Das war doch im Hof mit der toten Putzfrau. Wie kannst du so ein Foto von mir machen? Hast in dem Augenblick gerade hinter mir gestanden. Du hast geschrien, ich habe mich umgedreht, fotografiert. Voilà. Schrecklich. Das war schrecklich. Nun, tut dir die Frau leid? Mir tut jeder leid. Ach, wirklich? Warum habe ich dir dann nie leid getan? Damals. Dafür tust du mir jetzt leid. Wieso? Wieso tue ich dir leid? Was willst du damit sagen? Ich bin nicht so dumm, wie du glaubst. Ich weiß sehr viel von dir. So? Wieso warst du eigentlich im Hof unten? Ich wollte Frank abholen. Aber was soll das... Warum du plötzlich hinter mir gestanden hast, will ich wissen. Ich meine, wie lange du da gestanden hast. Was soll das für eine Frage sein? Vielleicht interessierst du mich noch. Mich interessiert kein Mensch. Weder Mosdorf noch ich noch sonst jemand. Du weißt ja überhaupt nicht, was das ist. Du spinnst ja. Wenn das eine Anspielung sein soll, dass du mich für verrückt hältst. Ja, ich war mal verrückt. Damals deinetwegen. Aber ich bin nicht mehr verrückt, wenn es um mich geht. Das habe ich bemerkt. Weißt du, Karriere macht einen Mann attraktiv. Da hat er plötzlich irgendetwas, was er vorher nicht hatte. So findest du? Und Frank? Ach, mit Frank ist es schwierig. Er liebt mich. Mit einer Besitzerwut, die mir auf die Nerven geht. Schau mal an. Frank tritt in meine Fußstapfen. Vielleicht will ich gerade das nicht. Weißt du überhaupt, was du willst? Du arme, einsame, zynische, gefühllose, niederträchtige und herzlose Kreatur, du. Oh ja, ich weiß, was ich will, Herr Fotograf. Ein Foto. Aber im Live, wenn es möglich ist. Und es sollte doch möglich sein.
Wieso? Du hältst mich für dümmer, als ich bin. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Wenn ich könnte, würde ich dich jetzt noch übers Knie legen. Nur weil ich nach Paris fahre? Mach dich doch nicht lächerlich. Nicht nur, weil du nach Paris fährst. Aber auch deswegen. Als ob du nicht auch hier so eine verdammte Modenschau annehmen könntest. Also willst du dich jetzt auch hier noch mit mir streiten? Komm hier rein, hier ist der Wagen. Eine Minute. Eine Minute Zeit zum Beichten. Gut. Ich wollte es dir zwar erst aus Paris schreiben, aber du kannst es ja auch gleich erfahren. Ich habe einen Jahresvertrag bei Marchand als Star-Manager. Du allein ein Jahr in Paris? Das ist doch nicht dein Ernst. Und ausgerechnet in dem Beruf. Du läufst davon. Vor mir? Auch. Ich warte die Modenschau ab. Wenn du in 4 Tagen nicht zurück bist, warte ich nicht mehr. Auf gar keinen Fall werde ich ein Jahr lang warten. Seid ihr darüber im Klaren? Mach, was du willst. Ihr geht mir auf die Nerven. Alle. Also aus. Schreib von Paris aus. Was? Was ist? Das ist aber ein Zufall. Wie kommst du denn hier? Ich höre von Frank, dass es dich nach Paris zieht. Und du? Ich fahre auch nach Paris. Fahr, wohin du willst. Ingo, wenn ich dich neulich erschreckt habe mit diesen unsinnigen Fragen, kannst du das nicht vergessen? Sollten wir beide nicht überhaupt die ganze Vergangenheit ein für alle Mal ruhen lassen? Für mich hat sie nie existiert. Na siehst du. Als ich neulich bei dir war, da hast du einen Wunsch geäußert. Ein Foto, Herr Fotograf, bitte, hast du gesagt. Also, der Fotograf ist da. Jetzt? Ja, jetzt. Ich habe nämlich eine glänzende Idee. Schau mal, du fährst doch nach Paris zu einer Modenschau. Das ist eine herrliche Reportage. Ein deutsches Mannequin erobert Paris. Bitte sage, wie gefällt dir das? Klingt nicht schlecht. Ne? Ich fange gleich hier an. Ich fotografiere dich im Abteil, auf den Gang, im Speisewagen, bei... Pardon. Bei der Ankunft in Paris am Gare de l'Est und in deinem neuen Arbeitskreis. Wo ist das übrigens? Ich habe einen Jahresvertrag bei Marchand. Wir beiden arrivierten. Also wie gesagt, ich fotografiere dich vor, während, nach der Modenschau und beim Umziehen, somit möglichst viel ohne. Na, du weißt ja, wie sowas ist. Und na, wenn du mir zuliebe natürlich vom Laufsteg fallen würdest, wäre das Größte für mich. Nein, ich meine es wirklich im Ernst. Na schön, versuchen wir es. Fein, ich hole meine Kamera und du machst dich inzwischen ein bisschen zurecht, ja? Nur bei Katastrophen bist du auf alles vorbereitet. Ich war noch nicht so weit. Die Schüsse, die unvorbereitet kommen, sind immer die besten. So, jetzt kannst du. Na, schau nicht so offiziell. Stell dir irgendwas Komisches vor. Dich? Zum Beispiel. Jetzt nimm mal die Zeitung aus dem Netz. Ja, so.
Und dann stellst du dich an das Fenster. Das machen wir dann auf. Und wenn die Haare im Wind flattern, das sieht besonders hübsch aus, ja? So. Na, so bin ich zu nah dran, das geht nicht. Macht das was? Ja, beim Fotografieren schon. Ne? Jetzt habe ich die Türen drin. Das geht nicht. Komm, komm, wir gehen zum Eingang. Na, wie fühlt man sich, du kleines Luder, wenn man von einem Starreporter fotografiert wird? Das kommt darauf an, wie viel Angst der Starreporter vor seinem Objekt hat. Große Angst. Große. Na, sieh mal, ist ja schon auf, das Fenster. Komm, komm, stell dich hin, meine Süße. Ja, so, ja, das ist schön. Das ist gut, so. Jawohl. Ja, bleib noch mal, bleib noch mal. Eine Sekunde, das ist noch eine kleine Korrektur, da am Kragen. Mensch, hast du das gesehen? Ein Kind ist aus dem Zug gefallen. Das Falsche. Was ist los? Fritz, bleib im Zug, du hast die Fahrkarten. Der kommt bestimmt nicht wieder. Oh, die schöne Dame ist kaputt. Schönes Haar, schöne Person. Das war sie. Ich habe sie gesehen. Waren Sie das nicht? Haben Sie nicht mit ihr im Abteil gesessen? Sie irren sich. Ich sitze ganz woanders. Doch, ich könnte es beschwören. Der Mann da, den habe ich mit dem blonden Mädchen im Abteil gesehen. Bleiben Sie stehen! Stimmt, wer war's? Wo ist er denn hin? Sie da! Bleiben Sie stehen! Einen Arzt, um Gottes Willen, einen Arzt! Herr Schaffner! Ja. Herr Schaffner! Das müssen Sie zu Protokoll nehmen, nicht? Ja, ich werde es schon machen. Steigen Sie jetzt erst ein. Einsteigen! Sehe ich mir noch ähnlich? Weißt du noch, wer ich bin? Na, kriege ich Kaffee? Heute nicht, weil Sie den schönen Mantel so versaut haben. Ach, kümmern sich doch um Ihren Dreck und nicht um den auf dem Mantel. Lassen Sie Express reinigen. Und immer die Nächte wegbleiben. Heute sind Sie wieder so spät nach Hause gekommen. Ich habe genau gehört, wann. Ihr Rasierwasser riecht interessant.
Sie sollten sich endlich zu einer festen Bindung entschließen. Frau Kosicki, das sollten Sie tun. Opfern Sie Ihre Ersparnis und suchen sich einen Mann und lassen Sie mich und mein Rasierwasser in Frieden. Sie sind gekündigt. Das trifft sich bestens. Ich wollte sowieso schon lange hier raus. Ich habe Ihren Malzkaffee satt, ich habe Ihren unsäglichen Kuchen satt und diese ganze Bruchbude hier. Ich bin nicht Ihr Dienstmädchen. Ich nehme auch keine Telefongespräche mehr für Sie an. Hat jemand angerufen? Ja, Ihr Freund Masdorf. Was hat er gesagt? Ach, der war ganz betrunken. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Sie, Freunde haben Sie. Ah, Sie da, die Jungfrau vom Dienst. Lassen Sie mich, ich habe zu tun. Tüchtig wie immer. Sie gestatten, ich möchte nur einen Blick in Ihre wunderschönen Augen werfen. Ah, wenn Blicke töten könnten, würdest du mich jetzt ermorden, was? Das könnte ich durchaus verstehen. Guten Tag. Klaus, du kommst wie gerufen, schnell. Na, ich will zur Kasse, das Mensch. Das ist unwichtig, komm, du hast den schnelleren Wagen. Ich kann mich jetzt sowieso nicht ansteuern. Ja, aber hör doch mal. Mensch, sei ein Freund, einmal, du musst mich fahren, los, komm. Kannst du mir nicht erklären? Peter, steig ein. Rasch, komm. Ja, aber komm doch, Mensch! Was ist denn los, verdammt nochmal? Ingo hat einen furchtbaren Unfall gehabt. Ist sie tot? Nein, sie lebt. Na, nun fahr doch endlich zum Teufel! Merkwürdiger Fall. Was ist denn da merkwürdig? Hätte einer nicht die Notbremse gezogen, dann wäre es ein Unglücksfall gewesen. Klar ist bis jetzt nur eins. Raubmord oder Raubüberfall schalten aus. Bei dem Mädchen fehlt nichts, im Gepäckwagen fehlt nichts. Ja, außer der Dienstpistole. Woraus wir schließen können, dass er keine hatte. Ach, Sie meinen also keinen Berufsverbrecher? Nein, aber ein eiskalter Bursche mit viel Intelligenz. Nur die Notbremse hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und das Motiv? Kann sein, dass dieses Mannequin in irgendetwas verwickelt ist. Vielleicht weiß sie was. Auch Eifersucht, persönliche Rache oder sowas könnten Motive sein. Ja, dann müsste sie den Täter gekannt haben. Genau. Sie reist aber allein. Na, wenn schon. Sie interessieren sich also auch für das Mädchen, ich meine, wie sie gelebt hat und so. Ja, ich werde über sie Informationen einholen lassen. Ja, wenn wir das Mädchen verhören könnten, hätten wir es leichter. Wann glauben Sie, kann das sein? Wie soll ich das wissen? Vielleicht nie. Durch den Halswirbelbruch sind die Arme gelähmt und alle Lebenszentren in Mitleidenschaft gezogen. Von dort droht also die Gefahr. Diese hysteriforme Stimmbandlähmung mag durch den Umstand, dass die Patientin nicht sprechen kann, recht erschreckend wirken. Aber die wird mit dem Schock wieder abklingen und gänzlich verschwinden. Sie wird wieder sprechen können? Ja. Wann wird das sein? Tja, das kann nach 3 Tagen sein, das kann auch nach 10 Tagen sein. Aber wie gesagt, diese Stimmbandlähmung ist vergleichsweise harmlos. Herr Professor, wird sie durchkommen? Wir tun, was wir können, glauben Sie mir. Nicht alles liegt in unserer Hand. Wir sind auch nur Menschen. Siehst du, Coco? Wir machen jetzt dunkel. Im Dunkeln schläft man besser ein. Aber wir müssen noch aufräumen, Coco. Ordnung machen. Wer auf die Reise geht, muss packen. Du hörst mich doch gern, Coco, nicht wahr? Du möchtest doch auch nicht alleine bleiben.
Weißt du, Kuckuck, es gibt Menschen, denen geht alles daneben. Der gute Vorsatz und die schlechte Tat. Und 3 Tage, 4, 5, vielleicht auch 10, aber... Vielleicht irrt sich der Herr Professor, vielleicht sind es nur noch Stunden und dann kann sie reden, Kuckuck. Und wenn es gegen mich geht, dann tut Gott vielleicht sogar ein Wunder. Aber wir machen uns unsere Wunder selbst, nicht wahr, Kuckuck? Wir warten nicht, bis andere den Termin bestimmen. Das rote Telefon läutet schon. Komm, Kuckuck. Komm. Siehst du, Kuckuck? Das schmeckt nach gar nichts. Das ist wieder Schlaf. Wieder Schlaf, der ohne Träume ist, Coco. Na komm, schlaber schön, Coco. Dauert jetzt schon den ganzen Nachmittag. Ich kann Ihnen nur immer wieder das Gleiche sagen. Sie wissen von nichts. Sie haben kein Alibi für die Nacht, weil Sie sich betrunken haben, nachdem Sie einen Streit mit der Walter hatten. Den Streit leugnen Sie also nicht. Ich habe ihn auch nie geleugnet. Das hätte auch nichts genützt. Wir haben Zeugen, dass Sie im Stiegenhaus, auf der Straße, auf dem Bahnhof, der Walter Vorwürfe, heftige Vorwürfe gemacht haben. Was folgt, dass ich es auch aus dem Zug geschmissen habe? Wenn alle streitenden Liebes- und Ehepaare einander aus dem Zug werfen würden, ne? Auf Zypern gab es keine Eisenbahn, sonst hätte Othello die Desdemona nicht erwürgen müssen. Wollen Sie Kaffee? Ich will keinen Kaffee und die Eisenbahnverhältnisse von Zypern interessieren mich nicht. Mich auch nicht, aber zum Beispiel hatten in der Republik Venedig die Beamten in den Postwagen keine Dienstpistolen. Ich hab diese verdammte Pistole nicht. In meiner Wohnung haben Sie doch bereits nachgesehen, nichts gefunden. Schauen Sie auch noch in meinem Büro nach, wenn Sie mir nicht glauben. Mein Assistent tut das eben. Sie wollen wirklich keinen Kaffee? Ich will nach Hause und schlafen. Oder wollen Sie mich verhaften? Verhaften? Sie missverstehen unsere Plauderei. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Und die Halswirbelfraktur von 27? Keine Veränderung. Verzeihung, schläft sie? Das nicht, aber... Ich wollte mich nur verabschieden, Hill. Jetzt? Ich Nein, weiß es ist nicht, so, es ist nur für ein paar Minuten. Ich reise heute Abend ab, ich verreise für sehr lange. Sie können sich nicht einen Moment allein lassen. Das geht nicht. Aber können Sie nicht eine Vase für das da holen? Aber ich bin gleich wieder da. Siehst du? So leicht ist das. Du glaubst, ich werde jetzt beenden, was ich im Zug angefangen habe. Das ist mir ganz leicht. Aber es dauert ein paar Minuten und vielleicht kommt die Schwester inzwischen zurück. Ich würde ja gar nicht mehr aus dem Haus kommen. Und das darf nicht sein, denn ich habe noch sehr viel vor heute. Ich bin gekommen, um mich von dir zu verabschieden. Alles, was ich mit dir angefangen habe, ist misslungen. Die Liebe, der Hass, der Mord. Ich bin dich nie richtig losgeworden, weil ich dich nie richtig gehabt habe. Du, ich muss dir etwas sagen. Jetzt, wo du mir nicht antworten kannst, wo du zuhören musst, ob du willst oder nicht. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, damals, als die Putzfrau vor deinen Augen abstürzte.
Aber wenn du vermutest, dass ich sie umgebracht habe, so stimmt das. Ja. Ja, ich habe auch die Baracke angezündet. So bin ich ein großer Reporter geworden. Und anders hätte ich das doch nie werden können. Ich habe doch die Leute immer nur um einen Preis in meine Kamera bekommen, wenn ich Schicksal gespielt habe für sie. Aber wer weiß, vielleicht wäre die Putzfrau am Krebs gestorben und der Verbrannte wäre unter ein Auto gekommen. Was hat das zu sagen? Sie wissen ja alle gar nicht, wenn es soweit ist. Sie warten doch alle nur voller Angst wie die Schafe auf das Gewitter. Und das Gewitter wird kommen. Eines Tages, da wird es kommen. Eines Tages, da wird irgendeiner der Herren, der heute noch diese Welt mit uns teilt, auf einen Knopf drücken. Und alles, alles wird zu Ende sein. Aber nicht ohne, dass es vorher fotografiert worden ist. Die Welt wird untergehen, aber ihr Untergang, das wird eine Riesenreportage sein. Eine Reportage voller Indiskretion, voller Taktlosigkeiten, voller Gemeinheiten. Aber ich werde nicht so lange warten. Heute, auf der Brücke von Langenau, wird ein Unglück geschehen, eine Zugkatastrophe mit mindestens 500 Menschen. Die Kameras werden jede Phase einzeln festhalten. Und ich würde dabei zugrunde gehen. Aber der Chef wird zufrieden sein. Sein ganz toller Bursche, der Obermann, wird er sagen. Denn er wird eine Reportage haben, die sie ihm aus den Händen reißen auf der ganzen Welt. Sie werden mich hassen, sie werden mich verachten und sie werden mich verurteilen, aber sie werden sie bringen. Überall, du, überall, ich schwör's dir, überall! Ich musste so lange suchen, bis ich eine Vase finden konnte, die groß genug ist. Vielleicht wirst du dich fragen, warum ich dir das alles erzählt habe. Aber ich glaube, dass du mich verstehst. Wir beide sind immer ein bisschen anspruchsvoll gewesen. Ich wünsche dir gute Besserung und hoffe, dass du die kleine Geschichte nicht so schnell vergisst. Auf diese Art wirst du dich immer an mich erinnern. Und das hätte ich doch sonst nie geschafft. Nicht wahr? Schläft er schon? Hm? Was ist denn? Er hat seine Katze umgebracht. Coco? Wo ist er? Auf einer Eisenbahnbrücke seit Tagen schon und das da habe ich bei ihm gefunden. Rufen Sie die Polizei an. Sie sollen schnellstens zur Brücke von Langenau kommen. Polizei? 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 Auskunft. Polizei. Ist da die Polizei? Hier ist... Er hat Coco umgebracht. Und einen Revolver habe ich bei ihm gefunden. Mit Milch hat er es gemacht. Ja, ja, Coco ist eine Katze. Ja, warum soll ich sie gern haben? Na, hören Sie mal. Was erlauben Sie sich? Schritt und ich schlag dir den Schädel ein. Hör sofort auf damit. Sonst noch was, hä? Gib das Ding her. Mach keine Sachen.
das? Jaus! Das ist eine wahre Festbeleuchtung, nicht wahr? Ja, eingebaute Kameras mit automatischem Filmtransportierer. Alles an einen Selbstauslöser gekoppelt. Siehst du? Siehst du da? Das ist alles gelockert. Das ist alles gelockert. Die Lokomotive wird sie durch ihr Gewicht zur Seite drücken und der Zug schießt da hinunter. Das ist ziemlich tief, was? Klaus, bitte hör mir zu. Wenigstens einen Moment lang. Haha, nicht wahr? Das wird eine super Reportage. Du, verschwinde hier. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Gleich ist es soweit, dann gibt es hier nur noch Tote, du. Hau ab, sonst bist du auch noch dabei. Du, Klaus, ich bin hergekommen. Hör mir zu. Ich bin hergekommen, weil was ganz Tolles passiert ist, Klaus. Ein Grubenbrand. Wir müssen sofort hin. Kein Mensch weiß was davon. Wir werden die Essen sein, Klaus. Du mit deinem schnellen Wagen. Das wird eine Sensation. Nein, du. Hier ist die Sensation. Nur hier. Und du bist doch auch nur da, weil Ingo alles verraten hat. Sie hat dir alles gesagt, nicht wahr? Ja, wenn sie die Sache mit der Putzfrau nicht durchschaut hätte. Alles wäre glatt gegangen, aber so. Es ist eben schief gegangen. Schief gegangen, aber jetzt, du. Jetzt wird's nicht mehr schief gehen. Nein. Der Zug muss gleich kommen. Ich werde ihn aufhalten. So, wirst du. Es ist zu spät, du. Ein paar hundert unschuldige Menschen. Ja. Und du! Gleich kommt der Zug, hörst du? Und alles bloß, weil deiner Ingo gequatscht hat. Ingo hat nichts gesagt, sie ist also anstaub. Was, sie ist... Sie ist... Und sie hat nicht... Sie ist tot. Sie hat nicht gesprochen. Oh, es war sinnlos. Sinnlos wie alles. Wie alles! Es war alles so lächerlich. Ganz toller Bursche, der Urban. Verrückt, klar. Aber sehen Sie sich das an. Wer hat je so eine Reportage gehabt? Aber ein Verbrecher, Chef. All die Reportagen, alle Zeitungen haben Sie gebracht und wir auch. Na und? Wussten wir, wie sie entstanden waren? Die waren doch brauchbar. Und sind nicht alle drauf reingefallen? Na und diese letzte Sache da. Wann hat man schon mal sowas? Sie können das nicht bringen, Chef. Das ist unmöglich. Leben tut der Tod, seine Arbeit gehört uns. Sie reden von Lizenzen. Sie wollen ins Ausland verkaufen. Sie werden die Sache nicht bringen, Herr Chefredakteur. Oder ich mache Sie so fertig, bevor ich diesen Laden hier verlasse. Fertig in jeder Beziehung. Sie bringen nichts davon. Kein Wort. Nicht
Ein Wort.